Geistige Gereiste reisen selten bis Elba. Dann machtet euch halt selber. Hallo Männer, heute gucken wir uns mal eine, ja, was sind das? Pavillonlampe oder keine Ahnung, was hier so ein, wie hieß denn das? Scheiße, ist das eine Pavillonlampe? Keine Ahnung, haut's mal in die Kommentare, wie man so ein Ding nennt, ja. Was ist nach Weigel jetzt? Das ist sowas ähnliches wie eine PV oder eine Solarlampe hier, wie eine, so eine Gartenlampe. Und wir können ihn hier oben close, wir können das Ding, indem wir das hier oben drehen, öffnen. Geht ein bisschen schwer, aber es geht. Ne? Ja, weil meistens sind die Dinger gar nicht kaputt in dem Sinne, sondern einfach nur leer. Das ist oft der Fall. Wir sehen das hier zum Beispiel. Die ist die ganze Zeit auf an und leuchtet halt nicht mehr. Ne? Wenn ich jetzt zumache, müsste es ja leuchten. Und das liegt daran, dass nach der Saison, sage ich jetzt mal, oder nach dem Benutzen, werden die Dinger irgendwo in den Schrank gepfiffen und das wird hier nicht ausgeschalten. Und dann entlädt es natürlich den internen Akku. Ich schalte das jetzt mal aus. Ich habe hier noch so ein Ding. Ich habe das jetzt schon mal aufgeschraubt. Da sind drei kleine Kreuzschrauben drin. Ich brauche einen kleinen Kreuzschraubenzieher. Und wir mal gucken, wie das jetzt aufgeht hier. Ach, das ist nur so ein Deckel. Okay. Ah, guck mal, hier ist ein richtiger Akku drin. Ah, das ist ja praktisch. Oh, guck mal, was ich hier habe. Ich habe mal vor so einer anderen Lampe hier, den hab ich schon vorgeladen. Ja, also ich denke, ich muss jetzt hier einfach den Akku tauschen. Der wird einfach nur leer sein. Die Schaltung hier ist alles noch in Ordnung, sieht alles noch gut aus. Ja, also ne, da braucht ihr nicht die ganze Lampe wegschmeißen, sondern ihr könnt einfach mal, weiß ich nicht, ne, ihr braucht halt echt nur einen Schraubenzieher, ein paar Minütchen, eventuell einen kleinen Ersatzakku oder ihr macht den raus, den könnt ihr, das ist Nickel-Cadmium, 600 mAh, den könnt ihr zum Beispiel mit einem Labornetzteil laden oder so, macht da einfach 1,4 Volt und maximal 600 mA. Ich würde lieber ein bisschen weniger machen. Ne? Ladet ihr den einfach bis 1,4 Volt und dann müsste das auch wieder funktionieren. Gucken wir mal. Tada! Na, wenn ich jetzt Sonne drauf mache, ist aus. Mein Schatten ist an. Also es ist wirklich nur die Batterie. Und die ist auch nicht kaputt oder defekt oder irgendwas. Die ist einfach nur leer, weil der Knopf im Winter nicht ausgeschalten wird. Oder über den Winter oder wenn es halt im Schrank liegt. Ne? Ja, das war's schon. Dann wieder zusammenbauen ist nichts Wildes. Aber ja, braucht ihr nie wegschmeißen, solche Sachen hier. Einfach den Akku wechseln oder laden. Ihr könnt jetzt hier oben im Labornetz sein, könnt ihr es jetzt auch einfach hier laden im Gerät. Ihr braucht den Akku nicht rausnehmen. Einfach den Akku laden, wieder zusammenbauen und auf off stellen. Und wenn das Gerät benutzt wird, dann auf on. Und ja, dann habt ihr viel Freude dran und wir können ein bisschen weniger Sachen wegschmeißen.